Lehrgang 200 mA. Na ja. Passt so gut. So, ohne Last oder mit Last, Energieverbrauch steigt nicht, also das System generiert elektrischen Strom. Zuerst ist es einfaches elektrischer Strom, dann kommt Kaltstrom draus und dann wird es verwandelt zurück in einfaches elektrisches Strom. So. Ja, es geht ja. Wenn das System schießt, kleine solche Schüsse, wir können hören, das Elektrod einfach ist ein bisschen abgebrannt und der Abstand von einem zu der zweiten Elektrod ist viel zu lang.
weil die Aufladungsstrom zu die Stromquelle Nummer 1 ist viel zu lang. Es braucht unbedingt 1 bis zu 1,5 mm lang sein, nicht mehr. Jetzt sind es sogar, kann man so schätzen, 2 mm. Es ist viel zu weit. So. Es läuft alles.